Es gibt vier Karrierewege und du kannst dich für einen entscheiden. Wie, das erfährst du jetzt. Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk, herzlich willkommen. Heute möchte ich mit dir sprechen über vier Karrierewege. Also welche, es gibt so Unterschiede, ich sage ja immer, du musst mit Zielen arbeiten. Ne? Also wo willst du hin? Ne? Man sagt ja, wenn du nicht weißt, in welchen Hafen du segeln willst, ist dir kein Wind gewogen. Das heißt, du musst dir ein Ziel setzen, das du karrieremäßig erreichen willst. Und mit Karriere ist eigentlich auch immer eine Entwicklung gemeint. Ne? Also wenn du sagst, das, was ich heute mache, finde ich super, ich will nichts anderes machen, ich will mich auch nicht entwickeln, ist das vollkommen in Ordnung. Das ist aber nicht Karriere, so wie ich das sage. Und es gibt einen schönen Begriff, der heißt Be the CEO of your life, also sei der Geschäftsführer deines eigenen Lebens, also setz dich auf den Fahrersitz, bestimme die Richtung und setz dich ans Steuer. Und ein schönes Hilfsmittel dafür sind diese vier Karrierewege, die es gibt. Der erste Weg ist, den nennt man lebenslanges Lernen. Das sind Menschen, die eigentlich immer auf der Suche sind, okay, wo ist die nächste Challenge? Wo kann ich was dazu nehmen? Wo kann ich was dazu lernen? Wo ist eine Herausforderung? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und so gehen die eigentlich von Job zu Job und suchen sich eigentlich immer die nächste Challenge, wo sie sagen können, okay, kann ich mich weiterentwickeln? Kann ich was dazu lernen? Ja, also der zweite, den habe ich genannt hoch und quer. Das ist so eine klassische Entwicklung im Unternehmen, ne? Wo du natürlich wichtigere Positionen annimmst, also hochgehst, aber oft auch mal dann wieder in eine Fachfunktion reingehst oder ein spezielles Projekt übernimmst oder irgendeinen Krisenherd, irgendein Feuer austrampelst und dich so Stück für Stück durchs Unternehmen bewegst. Und es gibt Leute, die machen ja innerhalb von Unternehmen Karriere, die sind, was weiß ich, über 30 Jahre in einem Unternehmen, entwickeln sich dort weiter, das ist das Hoch und Quer. Geht natürlich eher in größeren Unternehmen oder in Unternehmen, die eine sehr dynamische Entwicklung haben, die dynamisch wachsen. Der dritte Punkt, das ist der Karriereweg Innovation und Wachstum. Das sind Leute, die sagen, ich möchte eigentlich, das sind so Startup-Leute, die gerne da arbeiten, wo was Neues entsteht, wo Innovationen entstehen, wo neue Firmen entwickelt werden. Ne? Es gibt ja Leute, die springen wirklich von einem Startup zum nächsten, wo sie sagen, okay, jetzt ist gerade eine Stufe erreicht, jetzt läuft das, für mich wird das langweilig, ich gehe jetzt zum nächsten und entwickle das. Ne? Das wäre so der Weg. Und der vierte Weg, das ist der Karrierearchitekt. Das ist eigentlich der am Anfang seiner Karriere oder seiner Laufbahn sich eigentlich einen Bauplan macht und sagt, okay, am Ende soll es so aussehen, am Ende will ich dahin. Es gibt Leute, die sagen, ich bin eigentlich geboren dazu oder ich war schon immer geboren dazu, Geschäftsführer zu werden. Ja, weil es das ist, was ich machen will. Und ich war schon immer geboren dazu, Vertriebsleiter zu werden. Und die fokussieren sich laserscharf darauf und sagen, genau da will ich hin. Ne? Das ist der Karrierearchitekt. Gibt natürlich auch Mischformen davon, aber es ist, glaube ich, nochmal ganz gut und es ist natürlich auch sehr einfach jetzt vier Karrierewege, aber ich glaube, für dich selber, wenn du überlegen willst, okay, wo will ich hin, wo sehe ich mich, was macht mir am meisten Spaß, wo ist jetzt gerade mein Herz ein bisschen gehüpft, als ich diese vier Typen vorgestellt habe, das ist nochmal ganz gut, um zu sehen, okay, das ist vielleicht das, wo ich hin will und deswegen sieht meine Karriere bis jetzt vielleicht auch so aus. Bei vielen Menschen, die zu mir kommen, ich mache ja auch so Karrierecoaching und so weiter, sieht man, dass da oft auch gar keine Richtung drin war, dass die eher von außen getriggert sind. Das heißt, es kommt irgendjemand auf sie zu und sagt, hier guck mal, das ist eine interessante Position, willst du das nicht machen? Und dann machen die das, aber du siehst halt, es fehlt irgendwie der rote Faden. Und meistens werden die Leute dann auch oft unzufrieden. Der Vorteil daran, wenn du sagst, okay, das ist eigentlich ein Karriereweg, der mich interessiert, dass du halt in den Planungsstatus und in den CEO of your life Status zurückgehst und sagst, okay, ich möchte gerne von A nach B und dazwischen muss ich noch nach C gehen, damit ich zu B komme. Ja, das war diese Folge vom Vertriebsfunk, kurz und knackig, gibt es auch als YouTube-Video. Ich wiederhole nochmal kurz die vier Karrierewege, wenn du CEO of your life sein willst, ist das lebenslange Lernen, dass du halt immer guckst, wo die nächste Challenge ist, hoch und quer, das ist die Karriere eher in einem Unternehmen, wo man sich weiterentwickelt, der Innovation- und Wachstumsweg, wo es um neue Firmen, neue Geschäftsmodelle gibt, oder den Karrierearchitekt, der eigentlich von Anfang an sagt, ich will genau dahin und das ist der Weg, wie ich dahin komme. Freue mich, wenn es dir gefallen hat, freue mich auf dein Feedback. Ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Mal mit dir und bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss.